Hallo Freunde der Tierwelt und der Zoos, willkommen in meiner zweiten Folge meines Planet Zoo Projekts. Ich baue einen realen Zoo ins Spiel und in dieser Folge geht es um das erste Tierhaus. Und es ist nicht einfach nur ein Tierhaus, sondern es ist das größte Tierhaus des Zoos und beherbergt über die Hälfte aller Tierarten, die der Zoo besitzt. Auch diese Folge habe ich im Speedbuilding aufgenommen, da es einfach sonst den zeitlichen Rahmen sprengen würde. Zwischendurch werde ich einige Daten und Fakten zu diesem Gebäude noch erläutern. Und sonst hoffe ich, dass euch der Film und die Musik gefällt. Und nun viel Spaß! Der Grundriss des Gebäudes wurde nun erstellt und es handelt sich tatsächlich um die wirkliche Form des Gebäudes. Das Ganze ist, wie ihr seht, nicht ganz einfach zu verwirklichen, da man hier nicht sehr viele Mauern hat, die man kopieren und wieder einfügen kann, musste ich wirklich jede Mauer einzeln ausrichten. Zu dem Gebäude 1965 wusste man schon, dass man dieses Tierhaus bauen wird und hat zur gleichen Zeit, wo man das Verwaltungsgebäude gebaut hat, auch schon die Aushub und das Fundament für dieses Gebäude gemacht. Das Gebäude wurde dann 1969 fertiggestellt und die ersten Tiere zogen darin ein. Es wurde dann aber noch nicht eröffnet, sondern es begann eine dreijährige Dauerphase, wo sich die Tiere quarantänemäßig darin aufhielten, eingewöhnt wurden und noch vieles darin dekoriert werden musste. Erst 1972
öffnete das Tierhaus dann die Türen für die Besucher. Durch einen technischen Mangel explodierte 1972 eine Aquariumscheibe in dem Gebäude und das Haus wurde nochmals für ein Jahr geschlossen und eröffnete dann ein zweites Mal erst 1973. Und seit dann ist das Haus täglich bis heute geöffnet. Das Tierhaus glänzt bis heute durch seinen architektonischen Stil, denn der Besucher windet sich hier über zwei Stockwerke, über 380 Meter Laufweg an verschiedensten Aquarien und Terrarien vorbei. Auch die Räumlichkeiten, die ich hier in das Haus reingesetzt habe, die existieren wirklich in dem Gebäude. Es besitzt wirklich auch ein eigenes Labor, wie eine große Werkstatt für technische Mängel, die im Gebäude immer wieder mal vorkommen, wie auch einen großen Pausenraum für alle umliegenden Pfleger. Ja, nun hoffe ich mal, dass ich keine 3 Jahre im Spiel habe, bis ich dieses Haus hier in Planet Zoo eröffnen kann. Thank you.
Thank you.
Was den Innenbau dieses Hauses hier im Planet Zoo angeht, muss ich leider zugestehen, dass ich es nicht dem Original entsprechend gestalten konnte, da hier einfach von Planet Zoo her zu viele Mängel und Schwierigkeiten existierten. Darum war es mir wichtig, das Haus von außen, dass es dem Original so gut wie möglich entspricht und dass es für die Besucher passierbar wird. Ebenfalls war eine Herausforderung bei dem Gebäude erstellen, dass die Außenmauern zum Teil in das Gebäude reinragten und optisch natürlich dort nicht wirklich gut aussahen, so dass man quasi noch eine Zwischenhaut erstellen musste, was man vielleicht an einigen Stellen sogar noch im Film gesehen hat. Da von Planet Zoo her zum heutigen Stand leider noch keine Aquarien vorhanden sind und ich hoffe natürlich, dass die möglichst bald irgendwann in das Spiel eingefügt werden, konnte ich hier den unteren Stock, den wir jetzt gesehen haben, wie ich ihn im Rohbau grob gestaltet habe, nicht mit den Aquarien dekorieren. Das möchte ich natürlich dann zu einem späteren Zeitpunkt, wenn es dann im Spiel mal existieren sollte, nachholen. Da dieses Gebäude eine sehr große Herausforderung war und sehr viel Zeit in Anspruch nahm, musste ich leider das Gebäude in zwei Folgen aufteilen. Und daher mache ich jetzt hier in dieser Folge den Schnitt nach dem unteren Stockwerk. Ich weiß, es gibt jetzt noch den einen oder anderen Baumängel, den ich da unten noch ergänzen muss. Und dies wird dann bis in der nächsten Folge auch gemacht werden. Und nun zum Abschluss schauen wir uns nochmal an, was ich eigentlich in dieser Folge schon erstellt habe. Thank you.
Wir sind nun am Ende dieser Folge angekommen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert mich doch einfach. Und wenn es euch gefallen hat, nicht vergessen, Daumen hoch zu geben. Und nun bleibt mir nur zu sagen, bis bald in diesem Zoo. Tschüss zusammen.